Willkommen zum ersten vollwertigen Freiflugpart. Zumindest erwarte ich das hier bei Pilot Wings Resort. Und ich habe mich jetzt hier nochmal ein bisschen wegen dem Fortschritt umgeguckt und so ganz verstehe ich das immer noch nicht. Also, die Inforinge scheinen wir nur mit einem Gefährt tatsächlich einsammeln zu müssen, denn wir können uns ja den Fortschritt für jedes Gefährt angucken. Und überall sind schon diese 36. Die Ballons sind aber wohl für jedes einzelne Gefährt dann einzeln. Beziehungsweise, ich glaube, es gibt halt für jedes Gefährt 40. Was heißen würde, die Tageszeiten sind komplett egal. Deswegen würde ich vorschlagen, wir fliegen jetzt einfach mal abends. Ich habe sogar mittlerweile, ob ihr es glaubt oder nicht, eine entsprechende Hintergrundmaske gebaut. Hintergrunddings da. Ob das jetzt gut ist, ist sei dahingestellt. Ich fand es ganz in Ordnung, als ich es gebaut habe. Man muss es aber noch in Kombination sehen. Jetzt frage ich mich natürlich, sind diese Ballons, von denen ich angenommen hatte, dass man die nur zu bestimmten Tageszeiten erwischen kann, sind die dann für verschiedene Tageszeiten? Oder sind die halt wirklich aus verschiedenen Gefährten, also für verschiedene Gefährte einsammelbar und deswegen halt noch ausgegraut? Beim Turbojet und Flugzeug, das weiß ich tatsächlich nicht. Aber, okay, das ist auch schon ganz cool. Zu verschiedenen Tageszeiten starten wir an verschiedenen Orten. Das ist schon mal mit dem 2-Minuten-Dings da ganz gut. Dann können wir jetzt was komplett anderes anfangen zu erkunden. Die kleine Felsinsel zum Beispiel, die wir einfach mal nicht treffen, weil ich komplett lost bin. Das müsste auch noch ein Infopunkt sein. Ich weiß nur leider nicht, wo. Da drüber. Wissen wir schon mal Bescheid. Alles klar, so komm, kleine Felsinsel. Jetzt aber. Vielleicht. Ja. Diese kleine Insel ist bisher noch nie besiedelt gewesen. So, dann haben wir hier irgendeine Plattform. Mobile Plattform. Einfacher zu landen, als es aussieht. Nee. Ja, echt? Okay. Das ist die große Felsinsel, jawohl. Und wir haben gleich schon wieder fast eine Minute rum. Das ist, ich weiß nicht, ob das richtige Gefährt wirklich ist für die Infopunkte. Und auch für die Ballons. Es ist so praktisch eigentlich, weil es so schnell ist. Aber dadurch ist es halt auch einfach teilweise noch schwerer. Vor allem, weil die Infopunkte erst ziemlich spät spawnen. Also ich glaube, ehrlich gesagt, wenn wir jetzt mal rüber nach Wedge Island fliegen müssen oder so, dann könnte sich das vielleicht lohnen. Aber ansonsten ist das, glaube ich, sogar eher schädlich. Den Turbo kann ich auch fast nicht benutzen. Da drüben ist auch noch ein Ballon. Oh Gott, und da dreht sich diese lustige Gesichtsscheibe sogar schon. Das ist ja katastrophal. Heilige Kacke. Landebahn 1. Der Wuhu Wolkenclub scheint gerade geschlossen zu sein. Jo, ist Abend. Verständlich. Ja, komm. Ich sehe da oben gerade einen Ballon. Nehmen wir den doch mal mit. Passen wir da überhaupt durch? Nein. Und natürlich treffe ich den Ballon nicht, sondern nur dieses Kack-Windrad. Supi. Ich glaube, beim nächsten Mal fliege ich wieder mit dem... Oh, shit. Ja, ich fliege safe wieder mit dem Flugzeug jetzt. Der Turbojet ist doch ein bisschen sperrig. Also der sollte ein bisschen größer sein und natürlich schneller vor allem. Ich treffe hier gar nichts. Ach, das kannst du komplett vergessen. Aber ich bin jetzt tatsächlich irgendwie so gedreht. Interessanterweise, ey. Das kannst du so vergessen mit dem Ding. Ich freue mich einfach schon aufs Jetpack, ne? Und es wäre eigentlich vielleicht sogar sinnvoll, jetzt einfach mit dem Jetpack die... Wisst ihr was, ich mache das jetzt. Ich gucke jetzt nach den Infopunkten. Erstmal. Und dafür nehme ich jetzt einfach mal das Jetpack. Beziehungsweise Super Jetpack, den Super Raketengurt. Die Tageszeiten sind auch für jedes Gefährt freigeschaltet. Cool, dann bleibe ich auch abends. Und mache jetzt einfach mit dem weiter. Also Ballons, egal. Oh, es gibt Geschenk. Ach so, nee, das ist wahrscheinlich so ein Geschenk, was wir jetzt freigeschaltet. Oh, super. Was wir freigeschaltet haben. Es hieß ja von wegen, halte mal Ausschau nach irgendwas. Oder? Ach nee, das sind quasi die anderen Achievements für die Trickringe, oder? So, Feuerwerkszone 2 ist das hier. Zuständig für diese Rampe ist das Team Funkenflug. Alright. Fliegen wir mal darüber, würde ich vorschlagen. Wobei sich das schon kaum lohnt, weil wir müssen ja theoretisch nochmal zu Wedge Island rüber. Irgendwann. Und das schaffen wir in der Zeit jetzt sicherlich nicht so wirklich. Dafür ist der Raketengurt eigentlich genau das falsche Fluggerät. Naja, was soll's. Auch da haben wir wieder so ein Geschenk. Also die Geschenke müssen wir hier einsammeln. Feuerwerkszone 1 ist das hier. Ne, zu Wedge Island möchte ich jetzt eigentlich nicht rüber. Aber hey, es ist mein erster Flug jetzt hier nochmal mit dem Raketengurt im Freiflugmodus. Seht es mir nach, wenn ich hier nicht allzu viel schaffe. Und guck mal, da sehen wir jetzt zum Beispiel schon ein paar farbige Ballons, weil, klar, die haben wir schon mal kaputt gemacht. Und tatsächlich scheint es ja jeweils für ein unterschiedliches Gefährt zu sein. Wobei ich jetzt ja auch abends spiele. Den ersten Ballon hier habe ich ja mit dem Flugzeug am Tag kaputt gemacht. Also es könnte auch an der Tageszeit liegen mit den
Ballons, aber ich gehe stark davon aus, dass das unterschiedlich für Gefährte ist. Würde ich jetzt einfach mal tippen. Die Tageszeiten sind, glaube ich, dafür da, dass man halt, klar, einmal, dass man das halt mal bei anderen Tageszeiten sieht, aber vor allem, weil man an unterschiedlichen Stellen spawnt mit den Geräten. Ja, und guck mal, da unten, der war ja vorhin zum Beispiel verfügbar. Für das Flugzeug. Ist jetzt nicht mehr verfügbar. Alright. Ich versuche noch den Ballon und das Geschenk zu bekommen, aber ich glaube, das Geschenk kriege ich nicht mehr in der Zeit, oder? Wenn ich hier so einen Mist mache, bitte. Danke, komm. Das Geschenk noch, bitte. Und das Geschenk noch. Nein! Ja gut, jetzt eh nicht mehr. Vor allem, weil ich nicht mehr weiß, wo das jetzt ist. Shit. Ach du Kacke. Ja, es wird auf jeden Fall noch lustig, hier alles mitzunehmen. Mitrophäen sind es dann. Okay. Aber hey, es geht mir, wie gesagt, jetzt erstmal um die Infopunkte. Deswegen würde ich vorschlagen... Ach so, die bleiben... Warum sind denn die Geschenke nicht wenigstens ausgegraut? Oder... Ach, ist das echt ein neues? Habe ich vorhin ein anderes mitgenommen? Ich dachte eigentlich, ich hätte das mitgenommen, was direkt vor meiner Nase war. Nein, okay. Dann habe ich nichts gesagt. Die Geschenke sind dann bestimmt auch weg oder ausgegraut oder sowas. Keine Ahnung. Na, die Ballons, wie gesagt, die... möchte ich dann erst im zweiten Run so richtig holen. Wobei ich da gerade schon ein Geschenk sehe, was ich direkt mitnehmen möchte. Wenn hier schon solche etwas fieseren Sachen sind, die ich sehe, nehme ich das auch mit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe leider nicht darauf geachtet, wie viele das sind. Und ich weiß auch gar nicht, hat das einen Grund, warum manche Bronzen sind, manche Gold? Ich weiß gar nicht, ob ich Silber jetzt bereits schon gesehen habe. Ich weiß es nicht. Sind auf jeden Fall alle einen Wert. So in der Grafik der... Jetzt sammle ich doch eher Geschenke als Infopunkte, ne? Aber hier sind gerade so viele, Mensch. Kann ich doch nicht liegen lassen. Nee, aber gerade so in der Vulkanregion und so hier, dieses ganze Berg und Zeugs, das lohnt sich halt am ehesten mit dem Raketengurt natürlich zu erkunden. Und deswegen fliegen wir doch jetzt einfach mal da rein. Da haben wir auch direkt Ballons. Wen wundert das? Das sind die Asche-Megalithen, jawohl. Einfach weil ich mich immer ja noch darauf konzentrieren muss zu fliegen. Wenn euch die Texte interessieren, dann guckt auf den Touchscreen, also oben links hin. Weil ich werde einfach, ja scheiße, nicht die Möglichkeit haben, das immer direkt richtig zu lesen und alles. Hätte ich die Kamera tatsächlich ändern müssen, aber gut. So, hier haben wir den Mount Tengganamanga. Tengganamanga ist das. So. Das ist der Lavaschlund, jawohl. Und das ist auch, glaube ich, alles, was wir hier beim Vulkan direkt kriegen können. Also wieder ein paar Infopunkte mehr. Ich würde sagen, wir können jetzt mal so ein bisschen die Radrouten lang fliegen. Aus Wii Sports Resort. Und mal gucken, was wir da noch so für Infopunkte bekommen. Und wir haben jetzt tatsächlich 30%. Ja, das wäre schön. 30 Sekunden mehr Flugzeug. Wobei, 30%? Ja doch, wäre mehr, ne? Wäre ein Ticken mehr. Weil so ist es ja jetzt, sind es 25% mehr. Du erhältst extra Flugzeit für 20 Ballons. Okay, also ist es wahrscheinlich besser, Ballons zu suchen, anstatt die Infopunkte. Ah. Ja, ich mache sowieso alles komplett gemischt und durcheinander. Das ist jetzt absolut nicht irgendwie strategisch, was ich hier mache. Also sollte ich ja doch eher auf Ballonjagd gehen. Hm? Scheint wichtiger zu sein. Weil wir dadurch länger fliegen können. Na gut, ich sehe gerade sowieso wieder so viele Ballons hier. Strategisch ist es halt auf keinen Fall. Also es kann sein, dass ich an jeder möglichen Stelle jetzt einen blöden Ballon übersehe, den ich dann ewig suche. Aber so ist es dann halt. Der Yachthafen. Ich finde es trotzdem wahnsinnig schön und befriedigend, muss ich sagen. Hier so durch die ganze Stadt, über die ganze Insel halt zu fliegen und Sachen zu suchen. Es ist einfach so schön. Ich wünschte, man könnte es halt nur auch alles irgendwie noch, keine Ahnung, zu Fuß oder so erkunden. Mit Autos oder so. Halt so wie in Go Vacation so ein bisschen. In der Stadt muss man halt echt aufpassen, dass man nicht gegen irgendwas prallt. Und es gibt halt hier so wahnsinnig viele Infopunkte, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich schon alle hab hier. Mit Bowlingbahn und Kirchturm und sowas. Aber vielleicht habe ich auch einen übersehen noch. So, da war noch ein Geschenk, ne? Genau. Eine Mitrophäe. Also die sind halt in den Geschenkboxen drin, deswegen werde ich die wahrscheinlich fortlaufend Geschenk nennen. Weil ich mir Mitrophäe noch einfach irgendwie... Ja,
Kann ich mir schon merken. Ich versuch's mal mit Mitrofäden. Mal gucken, wie lange ich das schaffe. Bevor ich wieder Geschenk sage. Stimmt ja eigentlich beides. So, okay, da habe ich noch einen Ballon gesehen. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr gut, dass man an der farblichen Kennzeichnung dann halt sieht, ob man den Ballon schon hat oder nicht. Dass er dann halt, nicht mehr weiß, sondern farbig ist, wenn man einen erwischt hat. Und welche, die man halt nicht kriegen kann, sind halt grau. Ich verstehe zwar nicht, warum man die nicht irgendwie dann für den Run ausblenden kann, aber na gut. So, da war noch eine Mitrophäe. Ich glaube, da haben wir jetzt schon eine ganz gute Menge und das war, glaube ich, ein Rekord bisher mit den Trophäen. Da oben komme ich nicht mehr hin, ne? Ja, schade. Okay, aber hier hätte ich noch, ja, die Wald-Megalithen bekommen können oder Monolithen oder auch keine Ahnung. Ich kenne mich damit absolut nicht aus. Einen Ring haben wir bekommen. Das war der Hafen, ne? Hauptsache Ballons, ja, gut. Keine Ahnung, wie schnell wir weitere Zeit bekommen, aber... Ja, das ist meine erste Prio. Meine erste Priorität, weil das habe ich ja eigentlich, deswegen habe ich ja vor allem auch den Missionsmodus vorher gemacht, weil ich ein bisschen gehofft hatte, dass wir da dann, ja, mehr Zeit freischalten, aber es ist halt nicht so. Ist das ein Ballon? Ja, okay, da war ich mir nicht sicher, ob das eine Geschenkbox ist. Ist ja auch rot, aber nein. Da drüben sehe ich noch zwei weiße Ballons. Das ist natürlich mit den Ballons eigentlich bei Abend und Nacht ein bisschen angenehmer, weil man die dann halt besser sieht. Das Weiß hat dann so ein bisschen mehr Kontrast, keine Ahnung. Es sticht besser hier heraus auf jeden Fall. Ah, ich finde das so angenehm und entspannend, ne? Das ist so nett. Vor allem nach diesem krassen Missionsmodus, der natürlich noch nicht ganz fertig ist. Ich meine, ich habe zwar jetzt vom Spiel her alles geschafft. Wir haben die Credits gesehen und haben auch die 3 Sterne in den Zusatzmissionen gemacht. Aber natürlich haben wir noch nicht alles perfekt gemacht. So, hier ist die dunkle Grotte. Ja, da müssen wir aber auch auf jeden Fall nochmal mit dem Flugzeug oder dem Gleiter durchfliegen, was auch immer. Und hier haben wir die Kalksandgene. Und hier ist auch noch direkt ein Turboportal. Und dann sind wir auf der anderen Seite der Insel, wo wir jetzt vor allem auch wieder Ballons sammeln. Tja. Aber vielleicht kriege ich ja... Naja, es ist... Ich würde es halt nicht darauf anlegen, dass ich mit einem Gefährt direkt alle bekomme, sondern ich möchte halt wirklich erstmal quasi das Maximum an Zeit irgendwie freischalten. Was wahrscheinlich nicht so wirklich geht, ohne dass ich alle Ballons habe. Ich schätze mal, das Maximum gibt es dann erst für alle Ballons oder so. Ah, hier, eine Sackgasse, schön. Was tun? Ja, weiß ich nicht. Ich muss die auf jeden Fall erstmal, oh shit, erreichen. Und da ist noch eine Trophäe und mal gucken, ob ich noch alles schaffe, was ich hier sehe und mitnehmen möchte. Das könnte schon ja kritisch werden. So. Und einmal da lang. Geht es jetzt nicht auch wieder rein so? In so eine Höhle? Komme ich da nicht wieder beim Wasserfall raus oder so? Oh shit. Ich sehe halt auch hier gerade extremst wenig, weil es so dunkel ist. Ah, okay. Hier war ich schon mal. Tunnel beim Wasserfall. Genau, hier gibt es 2 Wege. Da bin ich wohl den hier lang geflogen. Oder abgestürzt. Kann natürlich auch sein. Noch irgendwas Spannendes hier. Wahrscheinlich gerade, ja genau, dann, wenn ich fertig bin. Manu! Na gut. Das ganze Schloss und alles müssen wir da sowieso nochmal erkunden. Den ganzen Berg genauer. Deswegen ist das jetzt nicht schlimm. Ah, sieht doch schon mal gut aus. 2 Ballons, dann kriegen wir vielleicht... Oh, neues Diorama freigeschaltet. Schön. Und wir können jetzt nachts fliegen. Stimmt, das ging noch gar nicht. Ich würde jetzt aber heute, denke ich mal, hauptsächlich abends fliegen, oder? Naja, wir können ja gleich mal nachts spielen. Ich glaube, ich muss das doch noch ein bisschen dunkler machen auf dem Hintergrund, oder? Euer Feedback wird wahrscheinlich sowieso schon viel zu spät sein, weil ich viel zu viel aufgenommen habe davon. Aber na gut. Ich werde es wahrscheinlich noch ein bisschen dunkler machen. Hier war ich schon, oder? Ja, hier war ich schon. Okay, das sind die Klagemegalithen. Hier ist die alte Zeder. Ja, genau, und die Geschenkboxen, wo die Statuen drin sind, die sind dann ausgegraut. Dann habe ich das auch richtig im Kopf gehabt. Das hatte ich nämlich auch wirklich halt so in Erinnerung, dass es so ist. Macht auch nur Sinn.
Komm. Jawohl. So. Was ist denn hier eigentlich? Ja, einfach nur eine kleine Absenkung, okay. In den Wald müssen wir auch nochmal da. Da haben wir auch den Infopunkt vorhin nicht bekommen. Kurz vor Schluss. Aber ich erkunde jetzt erstmal hier die Burg und den See und alles. Bergsee, genau. So, jetzt die Burg. Nehmen wir gerade mal den mit hier. Ah, Infopunkt ist hier auch noch. Tosener Wasserfall haben wir auch noch nicht. Jawohl. Damit wir hier vielleicht besser irgendwie... Na. Naja. Ich muss jetzt auf jeden Fall noch irgendwie diesen Ballon halt holen. Ich dachte, vielleicht könnte ich den jetzt irgendwie gleich besser holen. Ja, so. Geht so. Ist ein bisschen knifflig. Passt schon. So. Aber hier das mit dem normalen Raketengurt zu machen, mit dem normalen Jetpack, das lohnt sich eigentlich nicht, würde ich sagen. So, wo geht's denn da eigentlich nochmal rein, sag mal? Ich habe keine Ahnung. Ich war hier schon. Was ist das? Das ist die dunkle Grotte, echt? Lol. Ich dachte, die wäre gerade viel weiter östlich gewesen. Okay. Okay, was kann ich denn sonst so spontan noch mitnehmen überhaupt? Ja, den Wald, aber da komme ich jetzt auch nicht mehr so schnell hin. Hier oben noch irgendwas? Wahrscheinlich nicht. Hm? Ja. Langsam wird es schon etwas schwieriger. Einmal durch diese Unterwasserruine müssen wir auch noch. Also, ja, was heißt Unterwasser? Durch die Wasserruine. Da, wo halt diese Wasserhöhle ist, ne? Da müssen wir auf jeden Fall nochmal durch. Das würde ich wahrscheinlich nach dem Wald mal machen. Und was Neues? Ja, wunderbar. Wieder für 20 Ballons mehr. Ja, ich frage mich halt gerade, ob ich jetzt nicht zur Nacht wechseln sollte. Hätte ich jetzt schon machen sollen wahrscheinlich. Ich glaube, fürs nächste Mal mache ich das. Ich weiß aber nicht, wo ich da lande. Aber das ist ja schon ein bisschen weit weg von den Orten, wo ich gerade hin möchte. Auch wenn wir jetzt ja wieder... Seit Partanfang haben wir jetzt eine Minute zusätzlich. Das ist ja schon sehr gut, aber geht natürlich trotzdem noch viel mehr. So, abends ist hier, glaube ich, Mucke zu hören, oder? Zumindest war es bei Wii Sports Resort so. Ich glaube, es war abends. Mario-Musik. Ich höre jetzt jedenfalls nichts. Vielleicht ist es auch nachts oder es ist in dem Spiel nicht vertreten. Dieses kleine Easter Egg. Das kann natürlich auch sein. So, hier oben noch was. Nein. Hätte ja vielleicht ein Ballon sein können, aber nein, da ist nichts. Hier ist ein weiterer Ballon, den ich nicht treffe. Bitte, bitte, jetzt. Ja, komm. Jawohl. So, und dann haben wir hier im Wald, meine ich, oder... Ah, nee, ich bin ja hier mit dem Flugzeug mal durchgeflogen und da waren die Dinger einsammelbar. Die Ballons, jetzt halt nicht. Das heißt, wir müssen hier zwangsläufig mit dem Flugzeug mal durch. Das wird witzig, aber definitiv nicht mit dem Turbojet. Ja, mit dem bin ich da nicht filigran genug. Das müssen wir auf jeden Fall anders machen. Ja, okay, dann könnten wir vielleicht trotzdem noch zur Unterwasserhöhle jetzt, weil wir sind ja sowieso in der Nähe, verhältnismäßig. Da oben ist noch eine Mitrophäe. Hallo? Habe ich da auch noch eins gesehen? Nee, das war ein Ballon. In der Lagune hatten wir ja auch schon mal ein Geschenk. So. Eingang zur Meereshöhle. Und die ist, glaube ich, mit dem Jetpack ziemlich blöd zu erkunden. Die ist wahrscheinlich... Bei dem Gleiter hat man ja immer den Tretgleiter am Start. Das ist halt das Praktische dann. Aber das Flugzeug ist hier natürlich das Einfachste. Meereshöhle, so. Kann ich hier weiter? Ich sehe gerade... Ja doch, hier geht's weiter. Alles klar. Hier, ah, hier, guck mal. Hier ist tatsächlich noch ein Ballon für das Jetpack. Allerdings... Eher am anderen Eingang. Hätte ich jetzt nicht die ganze Höhle durchqueren müssen dafür. Hier ist der Nadelfelsen. War hier noch ein Infopunkt? Nein, auch keine Ballons soweit. Okay. Durch den Tunnel bin ich, glaube ich, noch nicht geflogen. Ist hier überhaupt? Ja, hier ist der Tunnel. Ist hier was für Jetpack? Nein! Shit. Ja, gut. Das werde ich jetzt so schnell nicht mehr rausfinden. Außer ich fliege hier so ein bisschen da lang. Das ist ja so halb offen. Sehe ich jetzt erstmal nichts. Ich gucke von der Seite nochmal kurz rein. Nö, das sieht leer aus. Und da ist noch was. Oh Gott. Da ist noch ein Infopunkt. Lustig. Den hole ich mir gleich aber auf jeden Fall noch.
Und vergesse ich den. Und Infopunkte sehen auch schon ganz gut aus. So. Dann würde ich vorschlagen, wir bleiben beim Jetpack, allerdings wechseln wir dann mal zur Nacht. Dafür muss ich dann mal das hier anmachen. So. Ich dachte eigentlich, mit Modus ist was anderes gemeint, nämlich die Tageszeit, aber die kann man leider nicht direkt auswählen. Na gut, dann nicht. Ja, let's go. Wo landen wir denn? Oder wo starten wir, besser gesagt? Ja, okay. Ist das nicht fast genau da, wo ich hin will? Noch ein bisschen nach da. Wir sind auf jeden Fall schon näher am Fest oder auf dem Festland halt. Das ist schon viel besser als gerade. So, hier war das irgendwo. Hier. Megalith-Fragmente. So, okay, haben wir das. Im Meer sind bestimmt nur noch einige Sachen. Oh, was haben wir da? Nein, Geschenk. Okay. Ich glaube, wir sollten langsam tatsächlich doch von dieser Insel weg. Ich möchte jetzt mal über das Wohngebiet da fliegen. Aber ansonsten habe ich hier spontan gar nicht mehr so viel, wo ich noch gucken könnte. Ja. Da, das war Marios Sterbesound. Und der Hinweis verrät auch auf den, der nennt auch den, oh, da ist noch ein Geschenk, den NES Trademark. Okay. Gut, gut. Wie gesagt, wir können jetzt theoretisch noch nicht aktivierte Ballons, entsprechend weiße Ballons, am einfachsten sehen. Ich sehe aber nichts. Diese ganzen Inselgruppen könnten vor allem auch noch viele na, sag schnell. Infopunkte bereithalten. Eventuell aber auch natürlich andere Sachen, ist klar. Ansonsten, ja klar, Wedge Island. Und gab es nicht sogar noch eine Insel neben Wedge Island, die wir anfliegen könnten? Ach, guck mal, das Ding da hinten hatten wir, glaube ich, auch noch nie, ne? Diese Landebahn. Als Infopunkt, die hatte ich, glaube ich, auch nie mitnehmen können. Dann würde ich beim nächsten Mal vielleicht doch nochmal abends, weil wir da am besten zu Wedge Island rüberkommen, oder... Ach komm, ich mach's nachts. Egal. Wir fliegen beim nächsten Mal nachts zu Wedge Island und gucken uns da mal ein bisschen um. Mit dem Jetpack natürlich. Und dann würde ich schon fast wechseln wollen. Vielleicht dann mal zum Tretgleiter. Nicht mehr dem Part wahrscheinlich. Dann machen wir das mal mit dem Tretgleiter hier. Können schon mal ein paar erste Ballons einsammeln und so. Aber ich finde schon mal gut, dass wir nicht mit jedem Gerät die Infopunkte mal sammeln müssen, weil das ist halt echt, ja, hart unnötig. Genauso wie das, was ich gerade eigentlich mache. Weil den Weg fliege ich ja gleich sowieso nochmal. Aber vielleicht können wir ja schon noch das ein oder andere mitnehmen. Weil es gibt ja auch mehrere Wege und Routen nach Wedge Island und generell halt übers Meer hier, ne? Ah, hier starte ich, ne? Ja, hier starte ich als, hier starte ich beim Abend. Irgendwo gibt es halt auch so Schiffe, die pendeln dann halt immer hin und her zwischen den Inseln, deswegen... Ah ja, da gibt's noch einige Sachen auf dem Wasser auch. Aber hey, uns fehlen ja schon nur noch 17 Stück, oder? Rechne ich gerade richtig? Ja, doch. Also viele Infopunkte fehlen uns gar nicht mehr. Und wir haben die Hälfte der Mitrophäen. Okay, gut, dann wählen wir jetzt das Fluggerät, weil denn... Wobei, nee, ich wollte doch nachts spielen. Ja, shit. Ich hätte einfach weitermachen können. Alles gut. Ist zwar ein etwas weiterer Weg als jetzt vom Abend, aber... Wobei, ein bisschen weiter ist gut, aber... Egal. Dann versuchen wir nämlich mal vom Leuchtturm aus ungefähr. Vielleicht ein bisschen weiter von jetzt aus nach Osten. Ne? Das wäre vielleicht ganz praktisch, weil hier vielleicht auch noch das eine oder andere ist, oder? Soll ich mich da auf den Inseln nochmal machen? Ja, komm. Ich fliege jetzt von hier aus rüber. Hier gab es noch so Unterwasserkabel oder irgendwie so ein Quatsch bei Wii Sports Resort. Gibt es das hier auch? Ah ja gut, es kann sein, dass das vielleicht nachts dann nicht da ist. Das kann sein. Miguels Flugschule irgendwie gab es auch. Aber alles keine Ahnung, inwiefern das auch wirklich hier bei Pilot Wings Resort drin ist. Da sehe ich auf jeden Fall Boote, da will ich mal... Das ist vielleicht Walsichtung? Kann das? Ist das ein Infopunkt hier? Nein? Shit.
Verdammt. Ja, dann halt nicht. Was ist denn das, das Große da hinten, was sich so bewegt? Was ist das? Was ist das? Ich habe keine Ahnung. So, hier haben wir ja diese verschiedenen Golf-Maps. Können wir auch den Infopunkt schon mal mitnehmen. Golf Areal A ist das. Aber das interessiert mich gerade sehr, was da so hier um die Insel scheinbar umkreist. Oder habe ich es jetzt komplett verloren? Nee, guck mal, da, sag mal, was ist das? Da läuft, was ist das? Ach du Scheiße, das ist ein Roboter. Lol, ist das der, den ich freigeschaltet habe, dieses Diorama davon? Ja, lol. Megahawk. Lol, 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 lol. Okay, das habe ich auch noch nie gesehen, das ist ja sehr interessant. Das scheint noch ein besonderer Infopunkt zu sein, oder? Kein klassischer, weil der ist blau. Ein Zusatzinfopunkt quasi. Ach du Kacke. Ist ja lustig. Gibt es dann mehr als 45? 75 oder? Da ist ein Geschenk, ich sehe das doch. Schwierig zu sehen. Richtig arschig. So, da haben wir Golf Areal C oder B oder irgendwas. C ist das, jawohl. Dann haben wir hier jetzt den Krabbenfelsen. Schließlich mal. Ich hole mir aber erstmal den Ballon. Haben wir noch das Hotel Neun Loch oder irgendwie sowas, glaube ich, heißt es. Irgendwas mit Loch. 19 oder irgendwie, nein, ja, 19 glaube ich hieß es, ne? Ja, Hotel Loch 19. Keine Ahnung, was das heißen soll. Na komm. Ja, sehr gut. Alles auf Wedge Island werde ich jetzt hier nicht bekommen. Golf Areal B zum Beispiel habe ich auch noch nicht. Aber schon mal einen großen Teil. Wedge Island ist ja eigentlich auch nur Golfinsel. Viel mehr ist hier großteilig auch gar nicht los. Aber schon mal wieder 4 Infopunkte. Das ist toll. Oder Inforinge. Wie man es möchte. Und ich würde mir jetzt eigentlich mal gerne das Ergebnis anschauen nach diesem Part, was wir jetzt erreicht haben. Den Fortschritt, genau. Entdeckte Inforinge anzeigen, so. Sind da nur die aufgeführt oder sind da quasi auch so Fragezeichen noch? Wie ist das geregelt? Keine Ahnung. Ah, guck mal, nee, tatsächlich nicht. Aha. Ja gut, Golf Areal B ist das, ist klar. Aber die zeigen mir nicht die Kartenposition, ne? Ne. Okay. Gut, dann sehen wir aber schon mal, wie das hier so aufgebaut ist. Ja, alles klar. Okay. Gut. Guck mal, uns fehlen ja auch nur noch, stimmt, uns fehlen nur noch 5 Ballons, die wir jetzt hier mit dem Jetpack sammeln müssen. Ganz ehrlich würde ich vorschlagen, wir machen beim nächsten Mal weiter mit dem Jetpack und versuchen die letzten Ballons zu finden. Und natürlich noch hier und da Infopunkte. Ich glaube, dann werde ich einfach mal wieder am Abend spielen und werde dann nochmal zu Wedge Island rüber, weil da haben wir ja auch definitiv das Golf Areal B noch nicht gefunden. Und ich glaube auch noch einen Infopunkt. Den Hafen zum Beispiel. Also, bis dahin. Tschüss.